So, dann erstmal herzlich willkommen zu unserer 27. Mahnwache hier in Braunschweig. Natürlich mal gucken. Ja, das kann man auch mal in die Hand nehmen, das ist schön. Ja, es wird eine Menge passiert diese Woche. Und ich habe mal einfach so ein paar Sachen rausgesucht, die ich für wichtig empfand. Ich habe zum Beispiel einen Beitrag gefunden von der Deutschen Bank, die also prophezeit, dass also unsere Währung, der Euro, bis 2007 wäre ja schon vorbei, so lange kämpft er wahrscheinlich schon, um zu überleben. Also bis 2017 prophezeien also Analysten der Deutschen Bank, dass also der Euro absolut zusammenbricht. Wenn man sieht, den niedrigsten Bankenzins, den wir bisher jemals hatten, und wenn man sieht, dass mittlerweile die erste Bank, das ist die Skatbank, schon auf Guthaben, okay, erst ab 500.000 Euro, ab 500.000 Euro, aber es ist der erste Anfang, dass man dann einen Strafzins zahlen muss, wenn man Geld auf der Bank hat. 0,25. Und es gibt mittlerweile auch schon Stimmen, die sagen, dass das nicht bleiben wird, nur für diese hohen Summen, sondern dass es auch den kleinen Sparer treffen wird mit Negativverzinsung. Das heißt also, wir müssen einfach schauen, was wir in der Zukunft machen, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen finde ich das ganz gut, die Aktionen, die hier auch ausgehen von der Mahnwache Braunschweig mit Verschenkaktionen, Tauschaktionen und unsere Arbeitsgruppen, die auch in der Richtung noch weiter dran arbeiten. Vielleicht mal sich umschauen nach alternativen Zahlungsmethoden, damit, wenn irgendwann der Euro schlapp macht, dass wir eben halt auch noch weiter miteinander agieren können und nicht in so ein riesiges Loch fallen. Und dass es gerade von der Deutschen Bank kam, das war jetzt, ist aber jetzt auch schon irgendwie eine Woche alt, ich hatte es aber heute erst gesehen, und dann in Verbindung mit den Negativzinsen fand ich das schon sehr beeindruckend. Ja, was dann sonst noch passiert momentan, zu Palästina, und zwar, dass Deutschland nicht so wie Schweden Palästina die Anerkennung eines souveränen Staates zugesteht, sagen wir es mal so, sondern die deutsche Regierung lehnt die Anerkennung Palästinas als souveränen Staat ab. Es sind mittlerweile über 8 Staaten, die Palästina als eigenen Staat anerkennen. Darunter haben wir Malta, Zypern, Tschechien, die Slowakei, Bulgarien, Rumänien und Ungarn. Und das bereits schon seit 1988. Und jetzt hat Schweden nachgezogen. Und jetzt zum 1. Oktober, das ist eine Publikation vom 1. November 2014, dass also die deutsche Bundesregierung die Souveränität Palästinas ablehnt. Was ich mich natürlich frage, ist, wie kann denn ein Staat, was vielleicht selbst nicht mal souverän ist, die Souveränität eines anderen Landes einfach nicht anerkennen? Oder überhaupt, oder hat es überhaupt eine rechtliche Bewandtnis? Ich weiß, es ist ein sehr heißes Thema, wenn man anfängt, über Souveränität zu sprechen. Es gab heiße Diskussionen bundesweit. Es gibt Mahnwachen, wo das Thema nicht angesprochen werden darf. Und man fragt sich eigentlich, ja, warum? Ich hatte in der letzten Woche einen Bericht gesehen von Frontal 21. Da ging es über die gesamten Geheimdiensttätigkeiten hier in der BRD. Was also alles hier
innerhalb der Bundesrepublik abläuft. Und dort kamen auch Staatsrechtler zu Wort, die also auch gesagt haben, es ist unmöglich, was hier in der Bundesrepublik passiert. Und die Bundesregierung, die weiß höchstens Bescheid, dass man denen gesagt hat, okay, wir bauen hier irgendwelche Abhöranlagen auf oder wir machen hier eine Kommandozentrale für Drohnenangriffe, um völkerrechtswidrig andere Menschen mit Drohnen abzuschießen, von deutschem Boden aus. Aber dass man uns nicht fragt, dass man die Bundesregierung hier überhaupt kein Recht hat, etwas da überhaupt zuzusagen. Und was ist mit Snowden? Wir haben einen Untersuchungsausschuss in der Bundesregierung gehabt, die beschlossen hat, dass Snowden hier nach Deutschland kommen soll, um hier seine Aussagen zu treffen. Snowden hat gesagt, ich sage aus, aber nur hier in der BRD. Mittlerweile haben Linke und Grüne, glaube ich, die haben ein Amtsverfassungsgericht angerufen und haben um Klärung gebeten, weil die Bundesregierung trotz Untersuchungsausschuss lehnt es ab. Aber warum lehnen sie es ab? Snowden verlangt freies Geleit hier in der Bundesrepublik. Und die Frage ist wieder die Souveränität. Wenn wir nicht souverän sind, dann können wir ihm die Sicherheit überhaupt nicht garantieren. Denn sobald er über die deutsche Grenze kommt, werden wir ihn ausliefern müssen. Und mir ist das bewusst, dass die Souveränität ein heißes Thema ist. Aber wir haben gesagt, hier unsere Mahnwache in Braunschweig, hier gibt es also keine Themen, die verboten sind, sondern solange es hier nicht um Hetze geht gegen Menschen, ist hier jedes Thema offen. Und da ich nicht so sehr viel Zeit hatte und ja, eine doch befreundete Mahnwache, Balzac Detfurth, gerade in der letzten Woche auch das Thema Souveränität hatte und der René dort etwas dazu zusammengetragen hat, möchte ich da gerne ein paar Worte aus seinem Vortrag nehmen. Schauen wir einmal, was die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages so schreibt. 8.9.2009, Dr. Martin Limpert. 60 Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ist die Frage nach der Souveränität Deutschlands immer noch präsent. Zunächst teilte das Besatzungsregime der vier alliierten Siegermächte Deutschland in vier Zonen ein und übernahm dort die oberste Regierungsgewalt, wobei Deutschland als Ganzes betreffende Fragen im alliierten Kontrollrat entschieden werden. Die sowjetische Delegation zog sich aus der Kommandantur mit Wirkung zum 1. Juli 1948 zurück, nachdem der sowjetische Oberbefehlshaber im Zuge des sich zuspitzenden Ost-West-Konfliktes am 20. Mai 1948 den alliierten Kontrollrat verlassen hatte. Rechtlich manifestierte sich das Besatzungsregime der drei Westalliierten in dem Besatzungsstatut vom 10. April 1949, das dann im September 1949 in Kraft trat, die zunächst als Generalvertrag, später meist als Deutschlandvertrag bezeichnet wurde. Vertrag über die Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Mächten. Und in diesem Vertrag vom 26. Mai 1952 beziehungsweise zum 5. Mai 1955 in Kraft trat, beendete das Besatzungsregime der Westmächte in der Bundesrepublik. Könnte man ja sagen, okay, klasse, alles wurde beendet. Ja, da würde ich bisher dem wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages voll zustimmen, aber lesen wir weiter. Dazu heißt es in Artikel 1 des Deutschlandvertrages, die Bundesrepublik werde demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates
über ihre innere und äußere Angelegenheiten haben, vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrages. Die Westalliierten sicherten sich im Deutschlandvertrag allerdings Vorbehaltsrechte, die auf die Übernahme der Regierungsgewalt durch die vier Mächte von 1945 zurückgingen und die Souveränität Deutschlands einschränkten. Und was bedeutet dies? Volle Souveränität, solange man sich dem Willen des Westalliierten nicht widersetzt. Aber das ist keine Souveränität, sondern das ist Unsinn. Sehen wir dagegen nun einmal den Artikel 1 des Friedensvertrags zwischen der DDR und der UdSSR von 1955 an. Also die hatten sogar einen Friedensvertrag in der ehemaligen DDR. Formell wurde der Kriegszustand zum 21. Januar 1955 beendet. Artikel 1, die vertragsschließenden Seiten bestätigen feierlich, dass die Beziehungen zwischen ihnen auf völliger Gleichberechtigung, gegenseitiger Achtung der Souveränität und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten beruhen. In Übereinstimmung hiermit ist die Deutsche Demokratische Republik frei in der Entscheidung über Fragen ihrer inneren und Außenpolitik, einschließlich der Beziehung zur Deutschen Bundesrepublik sowie die Entwicklung der Beziehung zu anderen Staaten. Hier steht nichts von Vorbehaltsrechten wie im Westen, welche die Souveränität der DDR eingeschränkt hätte. Aber auch die Bundesregierung bestätigt im Grundlagenvertrag mit der DDR von 1972, dass die BRD kein souveräner Staat ist. Die Weigerung, die DDR völkerrechtlich anzuerkennen, wurde von der BRD wie folgt begründet. Die BRD und die DDR sind nicht in allen Fragen souverän. Die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Siegermächte würden daher eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Bundesregierung ausschließen. Und da spricht die damalige Bundesregierung gleich auch noch der DDR die Souveränität ab. Frei nach dem Motto, wenn man es selbst schon nicht ist, darf es der andere erst recht nicht sein. Aber in Artikel 1 des Friedensvertrages zwischen der DDR und UdSSR steht ausdrücklich sogar frei in der Entscheidung einschließlich der Beziehungen zur Deutschen Bundesrepublik. Von daher sind irgendwelche Rückgriffe auf Vier-Mächte-Rechte und so weiter in Bezug auf die DDR vollkommen haltlos und völkerrechtlich ohne Bedeutung. 1973 wurde die DDR UN-Mitglied und 1974 wurde die DDR selbst von der USA als souveräner Staat anerkannt. Was schreibt 2009 der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages? Eine wesentliche Einschränkung der Souveränität der DDR bestand darin, dass es ihr, wie vielen anderen Staaten des sozialistischen Machtbereiches, nach sozialistischem Völkerrechtsverständnis nicht gestattet war, aus der sozialistischen Staatengemeinschaft auszutreten, der sogenannte Brezhnev-Doktrin. Mit was für einem Unsinn wird dort versucht, Souveränität der sozialistischen Staaten herabzusetzen, um von der eigenen Nicht-Souveränität abzulenken. Die Brezhnev-Doktrin wurde am 13. November 1968 verkündet und besagt, dass bei einer Gefahr für den Sozialismus in einem dieser Staaten, welche eine Gefahr für die Sicherheit der gesamten sozialistischen Staatengemeinschaft darstellen kann, es sich nicht mehr nur um ein Problem des betreffenden Landes handelt. Damit würde die Militärintervention in die CSSR genau wie in Afghanistan damals begründet. Sicher eine Machtpolitik der sozialistischen Staaten, nur ändert es nichts an der völkerrechtlichen Souveränität Afghanistans oder der ehemaligen CSSR. Deutlich wird aber in der Aussage des Wissenschaftlichen Dienstes eine bis heute fortgesetzte Verschleierung des Begriffes Souveränität. Selbstverständlich kann jeder souveräne Staat auf dieser Welt angegriffen werden, wenn dessen Politik einem anderen nicht gefällt. Wir haben gerade zusammen mit den USA Afghanistan angegriffen und ist dieses Land nicht souverän gewesen?
Also was schreibt dort Dr. Martin Limpert für den Bundestag? Nur noch ein Blick auf die Vergangenheit. Auch der wissenschaftliche Dienst kommt nicht um eine Formulierung zur Stationierung fremder Streitkräfte auf deutschem oder auf dem Boden der BRD herum. Auch wurden bestimmte Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland beibehalten. Insofern enthielt der Deutschlandvertrag nur Konsultationspflichten der drei Mächte gegenüber der Bundesrepublik. Ja, der Deutschlandvertrag berührt nicht das Recht der drei Siegermächte auf ihre Truppenstationierungen in der BRD. Souveränität sieht da anders aus. 1956 schlossen die UdSSR und DDR eine Vereinbarung über die Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Gebiet der DDR. Artikel 1. Die Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik wird durch die zeitweilige Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf ihrem Territorium nicht beeinträchtigt. Ähnliche Verträge schloss die UdSSR mit allen sozialistischen Staaten ab. Die DDR hatte sich ja 1954 für souverän erklärt, was 1955 durch den Friedensvertrag mit der UdSSR seine Bestätigung fand. Bis hier würde ich also behaupten, es gab eine völkerrechtliche souveräne DDR mit Friedensvertrag und vom Volk durch Abstimmung gebildete Verfassung, aber zu keinem Zeitpunkt gab es eine souveräne BRD und auch keine Verfassung. Nun sind wir aber in einer Zeit nach dem 2+4-Vertrag. Ja, Voraussetzungen für das völkerrechtliche Inkrafttreten des sogenannten Einigungsvertrages darstellt. Die beiden Vertragsparteien waren sich einig, dass die Feststellung des Vertrages unbeschadet der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch bestehenden Rechte der vier Mächte getroffen werden. Dieser Vertrag also, hat also mit Souveränität nichts zu tun. Bis zum heutigen Tage unterzeichnet nun die Bundesregierung Gauck und die Bundeskanzlerin Merkel Änderungen im Einigungsvertrag. Ob dieser überhaupt rechtskräftig ist, wird durch die Aufhebung des Artikels 23 Grundgesetz am 30.09.1990, also bis dahin war er rechtswirksam, und den dann fehlenden Geltungsbereich zumindest zweifelhaft. Ohne Geltungsbereich kein rechtswirksames Grundgesetz und es ist daher unmöglich, dass die DDR mit dem Einigungsvertrag den Gebiet des Grundgesetzes am 3.10.1990 beitreten konnte. Nach der Rechtsauffassung gäbe es noch die DDR. Ganz klar muss gesagt werden, dass die Vereinnahmung der DDR durch die BRD noch nicht aufgearbeitet ist. Aber zurück zum 2+4-Vertrag und der Souveränität. Gerne wird behauptet, dass dieser Vertrag die volle Souveränität garantiert. Das hat die Bundesregierung aber auch von sich vor 1990 behauptet. Wieso sollte man es heute glauben? Gibt es unbekannte geheime Zusatzprotokolle wie oft in der Vergangenheit? Das Bundesverfassungsgericht hat keinen Souveränitätsbegriff, obwohl dieser Begriff für das Bundesverfassungsgericht sehr wichtig ist. Und obwohl es diesen Begriff ständig benutzt, hat es nie geklärt, was Souveränität eigentlich ist. Aber es nennt sich ja auch Verfassungsgericht, ohne dass jemals das Volk über eine Verfassung abgestimmt hat. Ich habe also die ganze Zeit über etwas gesprochen, was rechtlich schwer fassbar ist. Wenn wir aber Souveränität als Freiheit begreifen, dann kann diese Souveränität der Menschen nicht genommen werden. Sie kann aber ohne Zweifel beschränkt werden. Gegen diese Beschränkung sollten wir auftreten, egal ob souveräne DDR, nicht souveräner BRD oder Deutschland als Teil der EU. Das war der Vortrag von René K. von der Mahnwache Walsatz-Detfurth. Und
fand den schön und objektiv wirklich beleuchtet. Und oftmals wird man dann, wenn man dieses Thema Souveränität halt anspricht, immer in irgendwelche ominösen Ecken gesteckt. Man ist ja wahrscheinlich rechts, Reichsbürger oder sonst irgendwas. Da steht nichts von Reich drin. Auch ich bin der Meinung, wir sollten jetzt nicht das Reich wieder hier irgendwie einführen, das Deutsche Reich. Ich bin dafür, dass wir was Neues kreieren, was Zukunftsträchtiges kreieren. Aber wichtig ist einfach, dass jeder mal selber recherchiert. Denn das sind alles Sachen, die man nachlesen kann. Das ist jetzt nicht irgendwo Geheimwissen, das ist wirklich Wissen aus dem Netz. Und auch von offiziellen Seiten, von Regierungsseiten, und man kann es nachlesen. Weil uns wird immer wieder verkauft, ja, wir haben zwar Feinstaatenklausel bei der UN, aber das ist egal, das ist obsolet, es ist nicht mehr wirklich wichtig. Wenn es nicht wichtig ist, frage ich mich, warum wird es nicht gestrichen? Ja, ist so. Und der 2+4-Vertrag wird uns immer wieder als, ja, das ist doch unser Friedensvertrag. Aber wenn wir noch nicht mal souverän sind, sprich die Vorbehaltsrechte der Alliierten nach wie vor im 2+4-Vertrag verankert sind, dann haben wir keine Souveränität. Und wir können hier auf der Straße stehen, können unsere Regierung sagen, liebe Regierung, wir möchten nicht mehr, dass von Deutschland aus Drohnenangriffe geflogen werden, ohne Gerichtsurteil Menschen durch die Drohnenangriffe umgebracht werden. Das möchten wir nicht mehr. Wir möchten nicht, dass Atombomben hier in Deutschland stationiert werden. Das möchten wir nicht. Das können wir sagen, ja. Wir können es unserer Regierung sagen, das möchten wir nicht. Aber die Regierung, solange wir unsere Regierung nicht darauf drängen, dass sie unsere Souveränität endlich durchsetzt und dass wir auch einen Friedensvertrag bekommen mit all den Staaten, den es eben halt noch nicht gegeben hat bis heute, da brauchen wir unserer Regierung keinen Vorwurf machen, weil sie kann gar nicht agieren. Wie denn? Und wir können keinen Snowden nach Deutschland holen, damit er hier auspacken kann, weil wir können seine Sicherheit nicht garantieren. Und wir müssen alles das, was abläuft, so akzeptieren. Und deswegen einfach nur meine Bitte, recherchiert mal selbst, wie es um die Souveränität unseres Landes bestellt ist, ob wir einen Friedensvertrag haben. Ich bin 53, ich habe in der Realschule habe ich noch gelernt, dass wir keinen Friedensvertrag haben. Ich weiß, dass das also ein paar Jahre später nicht mehr den Schülern beigebracht wurde. Ich weiß nicht, was heute dort Doktrin ist, ob das der 2+4-Vertrag als Friedensvertrag dort angeboten wird den Schülern. Ja, ist so? Ja, dann sollte man den mal lesen, den 2+4-Vertrag. Und ich finde es wichtig, egal um welches Thema es sich handelt. Und deswegen ist es auch für uns hier gerade auf der Mahnwache Braunschweig wichtig, dass wir hier Meinungsfreiheit haben, dass wir hier Redefreiheit haben. Jedes Thema ist es wert, mal einfach beleuchtet zu werden. Ich sage nicht, wir müssen genau die Richtung gehen oder genau das wäre jetzt richtig und alles andere ist falsch, sondern das sind einfach nur Informationen. Was ihr jetzt mit den Informationen macht, ist eure Sache. Schön wäre es, wenn ihr damit was anfangen würdet, wenn ihr da mal recherchieren würdet und euch einfach selber mal eine Meinung bildet und einfach mal schaut, wo müsste die Reise hingehen, damit wir endlich hier auch wieder was zu sagen haben. Und das hat nichts mit Nationalstaat zu tun, auch wenn wir souverän wären. Das wird eben halt oftmals auch in diese Ecke geschoben. Ja, die Deutschen wollen wieder nur ihrs machen. Wenn sie dann souverän sind, ist dann, ja, so. Aber solange wir nicht souverän sind, ich sage mal, die Souveränität fängt erstmal bei uns jeden selber an. Wir müssen jetzt jeder selber erstmal souverän werden für uns. Wir müssen einfach für uns souverän werden. Und die Souveränität ist eben halt nicht mehr alles zu glauben. Und auch mal aufzustehen, wenn man eine andere Meinung hat, das ist unsere Souveränität. Dann ist es aber auch wichtig, es geht ja immer Schritt für Schritt weiter, dass die Gemeinde souverän ist. Und dass letztendlich auch Deutschland souverän ist.
damit wir eben einfach auch sagen können, Leute, packt eure Waffen, packt eure Soldaten, packt dieses neue Krankenhaus für, ich weiß nicht, was das Ding kosten soll, was wir jetzt hier für die ganzen amerikanischen Soldaten hier hinbauen in Deutschland, was wir Steuerzahler natürlich bezahlen, weil das auch das ist verankert im Grundgesetz, dass wir die Besatzungskosten zu bezahlen haben. Wenn wir keine Besatzung mehr haben, warum steht im Grundgesetz noch Besatzungskosten, frage ich mich auch. Also man muss sich einfach mal hinterfragen, die ganzen einzelnen Sachen. Aber wie wollen wir sagen, bis hierhin und nicht weiter, raus mit euch, wir möchten das nicht mehr. Wir wollen hier ein friedlicher Staat sein, wir wollen hier ein souveräner Staat sein und wir wollen hier raus aus der NATO, wenn wir das gar nicht können. Wir müssen erst die Grundlagen schaffen, um dann weiterzugehen. Okay, ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen interessant darstellen und dass es auch nicht als ein so angreifbares Thema ist, was man unbedingt vermeiden muss, was man nicht erzählen darf, wo man nicht drüber reden darf. Warum nicht? Redet drüber, informiert euch und habt immer einen offenen Geist, das ist ganz wichtig.